Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabinen, voll überladen, naja, wie immer. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, mich ein bisschen zu entleeren. Ich müsste eigentlich da nochmal rein, aber da sind noch 1, 2 Zombies. Aber ich will auch zum Händler. Aber ich muss erstmal hier wieder rein, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da mir einen Topf kaufe, werde ich den da oben irgendwo umsonst kriegen. Ey, ich hab so ein Gefühl. Ich geh nochmal zurück. Ich hau die auf der 12. So, warte mal, bevor ich das mache, süppe ich mal kurz was, wa? Schöne Brachwasser. Ja, ja, kotze ich sie aus dem Leib. Ich weiß. Ah, jetzt habe ich ein Flottenauto. Na, toll. Jetzt brauche... Aber der verschwindet ja eigentlich, ne? Also... Ach, nie. Das wird ja dann schlimmer, wa? Die Hölle! Oder so. War das nie so? Oder ist das einfach bloß nach einer Weile verschwunden? Boah, ich will nicht drauf ankommen lassen. Aber wie gesagt, ich brauche einen Topf. Um nicht da reinzumachen, sondern um mir den gewissen Tee zu machen. Oh, der ist noch nicht gelootet. Naja. Naja. Oh. Nee, 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 nee. Bleib mal da. Ich hab dafür keine Zeit jetzt. I'm so sorry, keine time. Ich nach Hause gehen müssen, ich habe flotten Otto. Schitteritis. Kannst du nie essen. Ist also. Ja, gut. Ich hab nichts gesagt. Oh, ein Stein. Schnell ablenken. So, naja, gut, war. Also Inventar leer machen. Nochmal zurück. Haus looten. Und wenn da nichts drin ist, dann kann ich ja immer noch zum Händler. Das ist ein guter Plan. Aber wie gesagt, die Hütte, also, ich werde wahrscheinlich das unten nochmal richtig aufwerten müssen irgendwann, nach der zweiten oder dritten Horde. Und wir werden das oben abtragen mit einem richtigen Werkzeug und dann werden wir nach unten ziehen. Also komplett nach unten. Quasi im Boden drin. Also alles wie ihr habt. Obwohl, eigentlich müssten wir einen Gang machen, denn so, dann haben wir bloß einen Weg und da gehen sie dann da ran. Ne? Also, meine Bewaffnung ist ja schon da für die Horde. Also habe ich ja schon gebaut. Ja, ich weiß, das reicht nicht. Ist ja wohl klar. So. Das Schöne ist, ich habe die ganze Zeit die Fackel mit bei Japa. Die in Finsternis und so. Ja, ja, eine Erkenntnis, Karbin. Kommt zwar ein bisschen spät, aber es ist eine Erkenntnis. So, jetzt aber. Jetzt bei Butter bei den Fischen. Ey, das zieht mir so auf den Pillemann. So. Platten. Und ich brauche eine dünne. Eine, die mittig ist, so was ungefähr brauche ich. Ja, 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 das reicht mir schon. Okay. Hauptsache, sie ist da. Die ist ja nur für uns. Trautet heim. Glück allein. Oder auch so. Alter, wir haben es 400. Das sehe ich jetzt gerade. Ja, ich würde mal sagen, warten Sie mal, was kostet mir denn die Kiste aufwerten? Achso, ihr schmiedet das Eisen. Wie viel? Ah, hab ich ja so, ja noch. Komm mal rüber. Ich hab da 6. Da. Geschmiedetes Eisen. Ist wahrscheinlich zu wenig. Ich brauche wahrscheinlich mehr. Warte mal. Kann ich mir wenigstens eine Fortress... Nee, eine Fortress auch nicht drin, wa? Ne Schmelze. Natürlich nicht. Die kriegst du auch erst auf Level 5. Ja, macht ja auch Sinn. Dann machen wir dem halt Minecraft-Style und dann bauen wir uns noch eine Kiste. Nicht. Noch nicht. Kannst ja immer noch holen, Holz. Oh, da kriegt ein Drehwurm. Und dann kam Jörg. Ja, hier ging es so raus. Warum ist denn die Tür hier offen?
Wer lässt denn jedes Mal hier die Tür offen? Ach so, Icke. Verstehe. Ich glaube, der Dr. Otto, der geht irgendwann mal alleine weg, wa? So. Ach, weißt du was? Auf irgendwen kann es nicht stehen. Oh, ich hab ja so ja noch Holz. Da war ja noch Holz. So, kann ich schon mal herstellen. Muss ich das da oben nicht machen. Achso, das dauert ja auch nicht lange. Wir haben keine Ausdauer. Jetzt sehen wir mal was Neues. Das bin ich gewohnt. Das ist mein Leben. Unlimited. Ohne Ausdauer. Ohne alles. Oh. Das geht so nicht. Muss alles seine Ordnung haben. Also wenigstens ein bisschen. So, ich werde mal gleich mal nachschauen, ob wir schon wieder Sachen haben, gemacht haben. So, Sachen, wisst ihr? The money bleibt bei mir. Ja, die Schuppe kann eigentlich erstmal. Na, wo will ich? Wie ist ja noch nicht. Questtechnischerweise, das ich auch bei mir. Der Rest kommt mit. So, da ist nichts. Gut, kann weitergehen. Der Loot geht weiter. Ja, bis zu den Haus zurück und dann nehmen wir einfach querbeet Richtung Händler. Also, wenn wir überhaupt da rinkommen. Also, ist ja nie gesagt, dass wir da hin rinkommen. Ah, sind ja nur ein, zwei Zombies. Aber ich würde gerne oben an die Loot ran. Das könnte interessant sein. Ich habe schon lange Sabbat. Passiert bei mir. Und ich habe schon mal trockene Lippen. Wo ist denn mein... Der wird hier irgendwo rumgeistern. Es ist The Fork. The Fork des Grauens. Weil jetzt sieht nämlich die Zombies wie ihn ja. Oh, der Nebel ist aber in... Der ist schon ein bisschen dicker, war die Suppe. Oh, shit. Aber das Gute ist natürlich auch... Wenn ich sie nicht sehe, sehen sie mich auch nicht. Also sollte jedenfalls so sein. Oder wenn da ein Topf drin gewesen wäre. Und es fängt an zu regnen. Ich täte jetzt gerne sagen, es könnte schlimmer kommen. Es könnte anfangen zu regnen, aber... Ja gut, hat sich ja nun erledigt. Ja, ist doch gut, Mann. Aber ich hab doch nichts mehr zum Trinken. Leg damit. So hört sich ihn hier wieder an. Verdammt nochmal. So, jetzt ist die Frage, wo die jetzt sind. Sind die jetzt wieder reingegangen oder tun die jetzt draußen rum? Hallo, ich bin's. War schon mal hier gewesen. Ja, ganz ruhig, Mädel. Ganz ruhig. Nee, da runter geht noch nicht. Nee, Moment mal, von da unten bin ich doch gekommen. Ach, da sind sie ja wieder. Ah, wie gesagt. Na, kommen sie mal raus. Ein bisschen schneller. Ein bisschen heute noch. Sind die denn? Sagen wir mal, Abstand halten. Oh, Alter, der Gewitter. Der Gewitter. Das Gewitter ist aber krass. Das ist ja voll krass. Ah. Nee. Ja. Nee. Bleib mal da. Ich hab zwar Ausdauer, aber musst du auch nicht übertreiben. Ja. Och nee. Sollte sparsamer mit die Pfeile sein. Mit denen ich treffe. Sagt man doch immer, ne? Och Mann. Ich hab doch seinen Kopf anvisiert. Das verzieht will er. Ich verzieh mich mal.
Ja, das Gewitter macht das schon ganz schön atmosphärisch, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mädel! Abstand! Wo ist die denn jetzt? Nicht auf dem Boden, wa? Ich hab die Alte verloren. Das ist nicht gut. Ach, da ist er. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich einen Bären getroffen. Alter, das müsst ihr mal vorstellen. Schießt er daneben und hast erstmal einen Bären an der Backe. Das wäre böse. Mama. Du bist nicht meine Mama. Nee, nee. Krieg dich mal wieder ein. Hey, ich habe gesagt, krieg dich mal wieder ein. Ich bin hier nicht Haschmich, ich bin der Frühling. Die ist aggressiv. Sie jetzt. Sie ist Aggressivitäten. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer. Ich habe gedacht, das wäre jetzt gewesen. Na, warten wir noch ein bisschen. Und rin. Oh nee, du bleib mal schön da hinten. Mal gucken, ob wir uns ein Wasser... Oh, wir hätten jetzt uns... Kann ich die überhaupt jetzt schon bauen? Ein Regenfanger? Oder wie der heißt? Nee. Ja, ich weiß, dass das Wasser heißt. Ah, da ist er ja. Hausammler. Oh, könnte ich so eher bauen. Oh, ich habe den ganzen Saft zu Hause. Ich könnte mir die ganze Zeit trinken bauen, machen können, wa? Für das nächste Mal. Ich geh erstmal hier hin. Ach man, müsst ihr denn alle von oben runterfallen? Vielleicht hätte ich Tür schließen sollen und die einfach so durch die Tür durchballern. Also. Und kaputt machen, meinte ich natürlich. Ups. Na denn. Och man, ich wollte dir die Knie wegsäbeln. Nee, nee. Ach, meine Ausdauer. Warte mal, ich mach doch mal bla. Drück ihr Auge wieder zurück. Ah, wir kämpfen uns Stück für Stück durch. Zeig euch. So, warte mal. Und wie ist ja nie? Hallo? Sehr, sehr einladend. Da ist bestimmt keiner drin. War ein Witz. Komm mal. Oh, ich hab keine Ausdauer. Scheiße. Tür zu. Gut, das war zu viel, war das Juten. Mann! Blöde Ausdauer! Was war denn das da? Hasse dich. Spielst heute nicht richtig mit, wa? Noch nie wahr sehen. Ja, jetzt. Nun machst du doch mal platt. Also.
Kann ja nicht zuhauen, wenn sie keine Aust, keine Dings hat. Der Doofe ist. Ah, ich habe erst da hinten wieder Wasser. Ich habe nämlich jetzt keine Ausdauer mehr dazu. Und alles, was jetzt mir entgegenkommt, tut, ist für uns potenziell tödlich. Ach nee, warte mal, da ist ja Wasser. Braucht ich da oder liegen das auch so? Ich weiß das jetzt ja nicht mehr. Nicht in der Hand? Ja. Ja, ja, jetzt muss er da durch. Gibt ein bisschen Schaden. Aber auch wieder ein bisschen Tinte auf dem Füller. Wenigstens ein bisschen. Wo ist die denn jetzt? Ist die jetzt hier? Müsste ja hier sein. Ja, ja, ich bin schon wieder da. Da bist du ja. Hab dich nie gesehen. Du bist mit der Umgebung verschmolzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab dich nie gesehen. So, warte mal. Ich war ja jetzt hier. Und was haben wir denn hier? Da ist der Dude. Das heißt, da kriegen wir ihn auf den Sack. Gut. Ist ja meiner. Ja, ja. Nee, warte mal. Kann ich nochmal zumachen? Gestatten Sie mir das nochmal? Oder ist ja wirklich eine Tasche? Mit Lappen. Was sind denn das für Lappen? So, warte mal. Ich wusste das doch. Da lang. Nee, das ist falsch. Da lang. So, jetzt müsste ich ja alle haben, ne? Ich bin ja getrinkt. Das heißt, ich krieg den Loot. Also, wenn ich das überleben sollte. Na, 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 na. Dann sollte das mein Loot sein. Das wisst ihr aber nicht. Na, 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 na. Keine Ausdauer. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist noch schlechter. Krieg dich mal wieder ein. Der ist immer noch da. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sag ich doch, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das heißt, mein erster Staff ist weg. Ach nee, Moment mal. Ich habe den Server so eingestellt, wa? Na ja, gut, dann lasse ich das liegen. Weil, wie gesagt... Stimmt, ja. Also rein theoretisch müsste... gut, das habe ich ja nur auf den Server eingestellt. Das heißt, ich musste da liegen lassen. Ich hab's gesagt, ich mach das auch. Man muss Wort halten. So, eine neue Axt brauche ich jetzt erstmal Holz wieder. Naja, Pfeile, Knüppel war drin gewesen. Das sind alles nur Sachen, die man wieder kriegt. Eins, was mir stören tut, ist eben halt, dass unser AK und unsere Schrutze weg ist. Naja, gut, aber das war ja auch Billo-Zeug. So, warte mal. Oh, ich kann bessere Rüstung herstellen. Aber ich will den Stuff haben. Wir haben die ganze Zeit zur Vorarbeit geleistet, also wir haben es uns verdient. Also müsste ich jetzt eigentlich Stuff zusammen haben für meine Axt. Nee, immer noch nicht. Was fehlt denn jetzt?
Ach, Steine fehlen. Dann sag ich doch gleich. Trotzdem aufpassen, Karbin. Du hast jetzt wieder Waffe, du hast gar nichts. Eine neue Axt. Alter, die hat schon wegen. Die hat eine Orange gehabt. Alter, und die Mod ist aus der Waffe, wa? Ja, der Anfang ist dadurch ein wenig schwerer. Aber nur ein bisschen. Ich habe ja 1-2 Sekunden überlebt, also. Alter Dude. So, warte mal. Knüppel jetzt auf jeden Fall, will er. Bogen ist noch dasselbe. Da brauche ich jetzt nochmal Holz. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Speer? Speer. Immer noch grau. Naja, schade. Da, dann brauche ich meinen Bogen. Das ist nicht gelogen. Und ich brauche neue Bolzen. Grundausstattung wieder da. Gut. Habe ich eben halt gedacht, da ist zu viel Munition. Aber war eben halt nicht. Das heißt, die Munition, die ich jetzt kriege, ist vielleicht genug. Diesen Loot haben wir nicht gesehen. Der müsste ja dann beim nächsten Mal despawnen. Muss ich den nächsten einstellen. Da das dann weg ist, dann muss ich das. Ich muss gucken, ob ich das auch so erstellen kann, dass ihm halt Loot nicht respawnt. Nach 7 Tagen. Dann ist das nämlich auch nicht logischerweise übernommen. Warum sollte das auch übernommen sein? Wo ist denn jetzt der Loot hin? Der ist noch drin, oder was? Oh, der hat jetzt wieder volle Energie. War? So, der Bogen. Ich habe gerade mal 2 Pfeile. Was soll denn dieser Scheiß? So. Sieht den jetzt? Och Mann. Du kannst mal aufstehen. Vielleicht. So, da lang. Ja, da lang. Na denn. Auf ein neues. Kommt er jetzt? Kommen sie heute? Oh. Den erstmal runterholen, wa? Aha. Oh, warte mal. Da reparieren. Einfach. Sind sie alle eh noch rübergesprungen. Nee, du musst wieder. Komm mal runter. Warte mal. Bin ja nicht doof. Oh oh. Das war doof. Gut. Mir ist die Ausdauer flöti.
Halt. Ja, es hätte mir den Tod sparen können. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Na, du Kacke. Steh mal auf. Ich will mich rächen. Naja, vielleicht krieg ich ja eine AK. Bist du tot? Ich gehe mal davon aus, dass es ein Ja ist. Alter, echt jetzt? Wegen sowas bin ich jetzt gestorben? Mann, ist der dreckig. Und ich habe eine Erweiterung gekriegt. Und ich habe Munition gekriegt. Ach, Mann. Naja, gut. Da hinten ist nochmal Munition. Wir kamen ja vom Keller, ne? Nee, wir kamen nicht vom Keller. Das heißt, ich muss vorsichtig sein. Ich will auf keinen Fall da runter. Ich hab Schuhe. Das ist bestimmt nicht so gut, wenn ich da runterfalle. Also das Beste für mich, ich lasse das erstmal sein. So, gut, hier waren wir jetzt durch. Boah, und noch ein Messer dazu. Na, habe ich ja fast Glück in Unglück, wa? Jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt besser ist, wenn ich jetzt Messer nutze. Ich bin ja von hier gekommen, ne? Also hier ist denn nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, Richtung Händler, oder? Oder kick nochmal hier. Nee, ach nee, ich bin ja auch gekommen. Was war denn hier? Hier ist ein Ausgang nur, ne? Ja. Ein Ausgang mit ein Plümpchensamen. Echt, jetzt bin ich jetzt deswegen gestorben. Das ist ja mal traurig. Aber ich hab's durchgezogen. Ich hab's durchgezogen. Die Verluste waren real. Scheiße, kann nichts hinkaufen. Hat sich erledigt. Ich hatte den ganzen Scheiß in den Rucksack drin. Der jetzt ja nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, ich werde jetzt schnell mal nach Hause gehen. Ja. Ich sehe gerade. Nee, das sind die Schuhe. Drehschick. Oder was sagt ihr dazu? Also so kann man rausgehen, oder? Das ist schöne Wochenendskleidung, ist der da. Warte mal, ich mach mal hier neu. So. Mhm. Achso, hat sie gleich angezogen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also. Wir haben ihn tot zu vermelden. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben den Loot. Was ja mal Knork ist. Muss ich ja mal sagen. Jetzt mal mehr. Warte mal, kann ich das auch nochmal reparieren? Nee, nur zerlegen. Gut. Nee, so schlimm. Oh, warte mal, hier. Ist ja Leder. Schuhe brauche ich nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Handschuhe brauche ich noch, ne? Ja. Ah. Warum hat er denn die jetzt nicht gleich angezogen? Den Rest hat er doch auch angezogen. Naja, gut. So, kann ich das jetzt? Nee, ist immer noch. Also brauche ich da Repair Kit oder sowas. Naja. Meine guten Sie, meinen Stiefel. Also, Leute. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier Feierabend. Etwas kürzere Folge. Ich muss jetzt nochmal Sachen leer werden. Sachen loswerden. Und morgen gehen wir zum Händler und dann gucken wir mal, ob wir eine Bullquest oder so. Wenn ich Abstand halte und so. Weil die rennen ja nicht. 14 Uhr. Ich kann ja schon mal ihn annehmen. Aber erstmal muss ich nach Hause den Stuff holen. Ein bisschen was verkaufen. Gucken, ob wir das zusammenkriegen und vielleicht kriegen wir ja da einen Top. Also Leute, haltet die Ohren steif. Ich bin raus. Tschüss.